Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des Eisensports, und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit einem Thema: Die Geschichte des BVDK geht weiter. Geht der Bundestrainer, der Bundestrainer fremd? Naja, gut, so dramatisch es klingt. Ich habe jetzt gestern einen Post gesehen, den werde ich hier auch gleich nochmal kurz zeigen. Am besten jetzt, dann wisst ihr gleich, worum es geht. Wem es zu kurz war, Pause drücken. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass der aktuelle Bundestrainer des BVDK wohl bei den Ukrainern ein Seminar gegeben hat, ein Coaching-Seminar mit Techniktraining und so weiter. Was jetzt erstmal in der heutigen Zeit denkt man sich, ja, ist ja nichts Besonderes. Wenn man jetzt aber mal darüber nachdenkt, das ist der Bundestrainer unserer Nationalmannschaft, der unsere Nationalmannschaft trainieren soll. Und jetzt kommt meine Meinung, also dieses Video spiegelt erst in erster Linie meine Meinung wieder. Und zwar, ich habe damit so ein bisschen Interessenskonflikt, moralische Bedenken. Weil er soll ja unsere Mannschaft trainieren, sein Wissen, so gut es geht, an diese Mannschaft weitergeben, um die möglichste Bestleistung rauszuholen. Wenn er das Gleiche jetzt natürlich für eine andere Mannschaft tut, weiß ich nicht, ob das dann nicht unfair gegenüber seiner eigenen Mannschaft ist. Weil er bezieht ja nun mal einen Teil seines Lebensunterhalts, wenn nicht sogar den ganzen, da weiß ich jetzt nicht, wie viel er genau bekommt. Auf jeden Fall bekommt der BVDK ja Fördermittel für das Kader, darunter fällt halt auch der Bundestrainer. Dementsprechend fließen dort auch Gelder, das heißt, er wird dafür bezahlt. Es ist sein Job. Und da finde ich es dann halt ein bisschen komisch, dass man dann noch zu einer anderen Unternehmen, andere Nationen, wie man auch immer das nennen will, in der freien Marktwirtschaft wäre das halt ein anderes Unternehmen und sein Wissen dort weitergibt. Also ich sag mal so, in der freien Marktwirtschaft wäre man seinen Job dann los. Ich vermute mal, dass das vom Regelwerk und so weiter alles abgesegnet ist. Deswegen rein rechtlich gesehen wird es wahrscheinlich nicht verwerflich sein. Aber moralisch finde ich es halt trotzdem bedenklich. Wie gesagt, ich sehe da einen großen Interessenkonflikt, weil wie kann ich denn zwei Mannschaften zur selben Zeit coachen? Auch wenn es da jetzt vielleicht nur eine Woche ein Seminar war, hat er ja trotzdem Sachen weitergegeben, die eigentlich der eigenen Mannschaft vorbehalten sein sollten. Es wäre sonst genauso, als wenn der Trainer von Bayern auf einmal Dortmund ein Coaching gibt. Das wäre genauso abstrus und würde keiner mitmachen. Aber selbst wenn man darüber hinwegsehen würde, was ja der ein oder andere tut und sagt, das ist ja alles gar nicht so schlimm, kommt halt noch dieser fade Beigeschmack der Restriktionen, die er selber seinen Kaderathleten auferlegt. Zum Beispiel, ihr dürft nicht bei verbandsfremden Wettkämpfen starten, wie Insanity oder Eisenhardt. Ihr dürft nicht mehr im verbandseigenen Bankdrückkader dabei sein, obwohl ihr das Zeug dazu hättet. Das heißt, KDK-Athleten dürfen dann auch nur bei KDK starten, wenn sie dafür den Kadervertrag unterschrieben haben. Und. Ja, und dazu halt noch die ganzen anderen Auflagen, die eh schon da war, wie NADA, dass man sich ins Adams-System eintragen muss, dass man Aufenthaltsorte und Zeiten eingeben muss und. Also es wird halt immer mehr Verzicht und ich sag mal, die Leistung wird dadurch nicht mehr, also die man bekommt. Ne, klar, man bekommt Fahrtkostenerstattung, Unterbringung und so weiter, man kommt zu Ende Coachings, aber trotzdem ist der Bundestrainer ein Teil der Mannschaft, und sollte diese Mannschaft formen. Und ich finde es dann halt komisch, wenn der Bundestrainer das auch in anderen Nationen macht. Weil das ist die Konkurrenz. Ja, teilweise in direkter Konkurrenz innerhalb der Gewichtsklassen. Das funktioniert ja nicht. Also in meinen Augen funktioniert das nicht. Wenn er jetzt in einer anderen Sportart coachen würde, wäre es was anderes. Aber wenn das die gleichen Athleten sind, die gegen meine Athleten beim internationalen Wettkampf antreten, dann funktioniert das doch nicht. Ja. Klar, wie gesagt, es gibt genug, die immer noch in die Bresche hauen. Das ist alles nicht so schlimm und es ist ja innerhalb eines Dachverbands, ja, aber es ist nicht innerhalb des Nationalverbands. Und wie gesagt, die Nationen sind nun mal in Konkurrenz zueinander. So befreundet, wie man noch ist, auf einem Wettkampf ist man Konkurrent. Und so ist das nun mal einfach. Ja, und da muss man sich dementsprechend meiner Meinung nach auch verhalten. Und jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung dazu, wie ihr das seht. Und vielleicht seid ihr auch in der BVDK-Gruppe und verfolgt das gerade so ein bisschen mit bei Facebook, was dort für Kommentare geschrieben werden. Auf jeden Fall würde es mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Und wir können ja weiter darüber auch in den Kommentaren diskutieren. Ich glaube, ich habe jetzt so die groben Fakten schon mal grob umrissen. Wenn sich Neuigkeiten dazu auftun, könnte ich da gerne nochmal ein Video zu machen. Wenn zum Beispiel ein Statement des BVDK kommt, was ich bezweifle, weil sie das noch nie gemacht haben in solchen Situationen. Aber ja, man hat schon Pferde kotzen sehen. Von daher, nichts ist unmöglich, wir warten es mal ab.
Aber ich finde es halt trotzdem, es sind so viele Sachen in den letzten Jahren gegen die Athleten entschieden worden. Dann setzt sich der Bundestrainer auch noch quasi komplett darüber hinweg. Ne? Wobei gerade das Starten bei anderen Wettkämpfen wie im Sanity ist ja nicht mal verboten. Das Regelwerk lässt es zu. Das von der NADA, WADA lässt es zu. IPF, BVDK, alle lassen es zu. Nur der Bundestrainer sagt, nein, du darfst nicht. Und genau deshalb ist es dann komisch, er darf, du nicht. Das ist dieses typische, mach das, was ich sage, nicht das, was ich tue. Und das, weiß nicht. Wie gesagt, wer damit zurechtkommt, bitte. Also, aber mittlerweile platzt der Lack halt immer weiter ab und ich finde es schade. Ich hoffe, dass der BVDK irgendwann eine Kurve kriegt, weil eigentlich ist es noch, auch wenn nur noch knapp, der beste KDK-Verband, den wir in Deutschland haben. Ich meine, auf nationaler Ebene, wenn man halt nicht international starten möchte und kadermäßig und so weiter, hat man definitiv noch einen sehr guten Verband. Aber sobald das mit dem internationalen Kram und mit diesen ganzen Einschränkungen losgeht, Heidewitzka, da muss man aber wirklich schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein. Gut, das soll es gewesen sein, bevor ich noch irgendwas sage, was mich emotional doch zu sehr kompromittiert. Nein, also es ist schon ein blödes Thema und eine blöde Situation. Ich weiß, ich habe es jahrelang selber mitgemacht und es kommen halt immer mal wieder solche Nachrichten hoch, wie das jetzt zum Beispiel, was ich sehr schade finde für den Verband. Wie gesagt, mir wäre es lieber, wenn man würde sowas nicht hören. Aber es, ja. Aber vielleicht gibt es ja ein Statement. Wir können ja hoffen. Vielleicht ist es auch alles nur halb so schlimm und es ist ganz anders. Wobei die Lage jetzt momentan halt so aussieht, dass der Bundestrainer quasi fremd geht und andere Athleten coacht. Und ja, ich meine, es wurde in der Gruppe auch schon geschrieben, ja, wenn er dafür freigestellt wurde, ja, das ist, wenn ich von meinem Arbeitgeber freigestellt werde, darf ich trotzdem zur Konkurrenz gehen und Wissen aus dem Unternehmen weitergeben. Das darf ich dann trotzdem nicht machen. Das ist einfach so. Moralisch nicht, so wie auch eigentlich rechtlich nicht. Aber wie gesagt, bei der rechtlichen Sache kenne ich mich nicht aus. Ich denke mal, das wird zulässig sein, dass er das darf. Aber moralisch finde ich es halt wirklich hart. Gut, genug gesammelt. Eure Meinung interessiert mich. Kommentare. Und ich hoffe, der Ton war jetzt anständig laut und hörbar. Aber ich habe jetzt extra nochmal Mikrofon geändert, habe das Video jetzt nochmal aufgenommen, nachdem ich es schon mehrfach gerendert habe und den Ton erhöht habe. Hoffe ich doch, dass es jetzt anständig ist. Und dass die Bemühungen sich jetzt ausgezahlt haben. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr mal in meiner Videobeschreibung vorbeiguckt. Da ist der Ton auch egal. Und vielleicht mal bei Gigasutrition reinschaut. Mit meinem Code Brocken10 ein bisschen einkauft. Damit könnt ihr mich direkt unterstützen. Und ganz, ganz wichtig, abonnieren. Es sind immer noch zu viele Leute, die meine Videos gucken, ohne mich zu abonnieren. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Damit unterstützt ihr mich übrigens auch direkt. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Sport. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Rock'n'Roll.